will, wer Frontex ablehnt, so wie die Linke das im Europäischen Parlament getan hat, der muss am Sonntag sein Kreuz bei der Linken machen. Dazu lade ich ein. Und ich glaube, damit kann man nicht falsch liegen. Die Linke wird im Europäischen Parlament keine Stimme zum EU-Freihandelsabkommen, wir haben heute schon davon gehört, geben. Wir werden Frontex auch weiterhin nicht zustimmen und wir werden auch militärischen Einsätzen nicht zustimmen. Darauf kann man sich bei uns verlassen. Bei anderen ist das Wahlgetöse, fallen Sie nicht darauf rein. Und insofern hoffe ich, dass wir uns alle in froher Runde und mit einem Lächeln auf den Lippen am Sonntag auch vor dem Kalibnechthaus treffen können und so richtig feiern können.